Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Zausel mit Hogwarts Legacy. Und wir haben da in der letzten Folge ja hier aufgehört, wo wir da die komischen Steine beballert haben. Mal gucken, was der Kobold uns jetzt noch zeigt. Wir sollen ja was holen. Dunkler Straßenköder. Das war der Straßenköder. Komm, können wir ein wenig schneller laufen, ey. Zeit ist Mangelware heutzutage. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ach, ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Wollen wir schon sehen. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Fangen wir mal mit den unteren an. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Hä? Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Rebellion. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. Oh, nicht wundern, ich bin ein bisschen PlayStation 5 gerade gewöhnt. So. Rebellion. Okay, okay. Lumos. Oh. Matten. Seltsam. Ach. Upsi. Bei Merlins Bad. Revelio. Fängst du auch jetzt schon an wie bei Merlins Bad? Ja. Da laufe ich nicht drüber. Kommen am Schluss noch Zacken raus oder so. Bei Merlins Bad. Revelio. Revelio.
Was haben wir denn hier wieder? Motten, okay. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Wieso welche? Hoppala. Ja. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warum schießt du jetzt die ganze Zeit? Hä? Bin auf die Turbo-Taste gekommen, deswegen. Bin schon gewundert, ey. Lumos. Ja, mein Controller hat eine Turbo-Taste. Da bin ich offensichtlich drauf gekommen. Deswegen hat er ununterbrochen jetzt halt gefeuert. So, dann haben wir noch eine Kiste. Aufnehmen, aufnehmen. Du kommst auch mit. Hab mich schon gewundert, ey. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Ich hab's doch noch drauf, ey. Was haben wir hier? Lass mal. Incendio. Was? Contego. Contringo. Eine Tasche. Durchsuchen, durchsuchen. Revelio. Da oben haben wir eine Kiste. Wie komme ich da denn bloß noch hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Hochspringen geht also nicht. Interessant. Ich habe hier eine Kiste, zu der ich irgendwie nicht hochkomme. Ah, jetzt halt. Mal einfach gedrückt halten. Nein, jetzt fängt das schon wieder an. Sie sind voll, mein Meister. Und dann ist es scheiße. Wow, geil. Yep. Lumos. Irre? Wenn ich es irgendwie antreiben könnte,
Dann ließe es sich vielleicht drehen. Ach hier. Echt damit? Levioso. Also, holen wir uns erst einmal die Motte. Wie kann ich dich am besten antreiben? Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Lumos. Okay. Arresto, Moment. Descendo. Expelliamus. Incendio. Compringo. Vielleicht mit die Bulso? Also. Oh. Oh nein! Bin runtergefallen! Mit die Bulso! Mit die Bulso. Aber wo? Da ist sonst nichts mehr. Gut. Wir wollen ja so ziemlich alles mitnehmen, was geht. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Und hinab. Der einzige Weg. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ach Herrgott. Warum gehe ich eigentlich immer voll in solchen Sachen rein? Könnt ihr mir das mal verraten? Und dann kriegst du eh nur Müll. Incendio. Oh, falsch. Accio. Machst halt Accio. Revelio. Oh, eine Kiste, die voll ist. Wer hätte es gedacht? Ah! Oh, cool. Okay. Erst mal gucken, was da ist. Revelio. Ach, lol. Okay. Die Suche nach der Gruft. Die Suche nach der Gruft. Ha.
Akio. Sergio. Andringo. Verlangsame einen brennenden Gegner. Okay, Moment. Oh, mach mal B. Doch einen verbrannten Gegner verlangsamt. Oder habe ich den falschen Zauber genommen? Ach so. Ja, okay. Hätte ja klappen können. Gut. Komme ich hier hoch? Nö. Hier nicht. Aber hier. Nein, auch nicht. Beinerei. Lumos. Lumos. Oh. Sendo. Nein. Huch, falsch. Das war. Da war, glaube ich, das da. Oh. Ja. Ach, das ist gemein. Komplizierter. So. Revelio. Gucken wir doch erstmal rum und schauen, was wir so finden. Eine Kiste, da ist was Schönes drin. Und wir haben wieder keinen Platz. Wer hätte das gedacht? Och, komm, ey. Gibt's auch mal Sachen, die man mal wieder gebrauchen könnte? Ne? Lumos. Müssen wir jetzt dahin? Lumos. So. Oh. Pulso. Lumos. Saliamos. Nein. Oh. Lumos. So. Da haben wir's. Warte mal.
Lumos. Aha. Aha. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Lumos. Moment mal. Lumos. Aber... Wieso bist du jetzt wieder runtergegangen? Lumos. Hä? Alter, willst du mich jetzt verarschen oder was? Lumos. Warum gehst du jetzt runter, Mann? Oh! Muss ich warten, bis der ganz unten ist? Ich muss Motten zu der Tür bringen. Okay, das funktioniert schon mal gar nicht. Das funktioniert. Lumos. Ja! Doch hier bloß mit der Krampf drin, war ja klar. Revelio. Oh, die habe ich gar nicht gesehen da hinten. Ihr bestimmt auf jeden Fall schon. Okay. Lumos. Lumos Maximus. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Entschuldigung, war ich nicht. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Das sollte ich Lodgok zeigen. Ja. Ohne Schmarrn, ey. Bevor man irgendwelche Großaktionen machen, sollte man echt die Scheiße verkaufen. Oh, schon mal wenigstens etwas. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Das habe ich nur zufälligerweise gesehen. Tja, das war's wohl mit dem Helm. War ja klar. Wäre ja viel zu einfach gewesen, Leute, oder?
Der wird sich freuen. Lord Gok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ein ganzes Lager von Rookwoods Leuten? Ich brauche vielleicht Hilfe. Nur leider haben wir keine Zeit. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ja. Darf ich fliegen? Mysteriös und etwas beunruhigend. Nicht tun. Ah, hier durch? Und was haben wir hier unten? Das hat schon bessere Tage erlebt. Kommen wir denn hier? Naja, egal. Wir machen ja schon unseren Auftrag. Durch die Bäume. Oh ja. Sind sie die Erschwinderinnen? Ja. Okay. So, jetzt bin ich bereit. Das wirst du noch herein. Okay. Für diese Tat wirst du büßen. Das wirst du bitter bereuen. Jetzt reicht's ab. Nein! Gut. Wie viel? Das ist wohl der. Das ist Expulso! Mein ja. Oh, schade, geht nicht. Contringo! Was kann ich? Das du kannst, kann ich auch. Entspann dich, mein großer Freund. Ja, genau. Ausrüstungsplätze voll. Oh. Oh, ich sag's euch, Leute, das ist manchmal so immens nervig. Oh, mit Nummer. Revelio. Da haben wir eine Kiste. Cool, kann man nicht aufheben. Das ist es. Das ist für Rookwood. Ist da jemand? Redoktor! Akio! Sergio! Potato! Super! Erasto Moment! Ringo! Wo ist nochmal hier? Asche zu Asche, Staub Niemand zu Staub. Ich glaube, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Doch, ich? Oh ja, oh ja. Haben wir noch irgendwo was? Haben wir Pilze, die nehmen wir mit. Okay. Ich hoffe, der Kobold verarscht uns nicht. Ich traue Kobolde ungern.
Ich trau dir da nicht. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das... Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ja. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Jetzt nicht so ungut, aber ich habe so das blöde Gefühl, dass der uns verarscht. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Euer Ägypten. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Alles klar. Ich habe Dean gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Alter, also ständig wollen sie alle was von mir. So, jetzt gehen wir erstmal verkaufen, ey. Ja, hör auf zu lecken, Mensch. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ja, ich suche erst mal gucken. Obwohl, warte mal, wir könnten... Wir machen das anders. Wir gehen erst nach Hogwarts. Genau, wir gehen erst mal nach Hogwarts. Anne, die Aufträge. Die Karte. In den Raum der Wünsche zum Identifizieren. Genau. Zu identifizieren. Und dann können wir die Sachen verkaufen. Währenddessen können wir dann noch den einen Quest machen mit dem. Ich kriege jetzt einen neuen Raum. Oh, schau mal. Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Okay. Kommen Sie mit. Ich wollte gerade sagen, spielen wir jetzt Dick oder was? Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick. Im Moment, Dick. So. Erstmal alles desinfizieren, genau. Ich tue das Zeug desinfizieren. Okay, gut. Nö. Gucken wir gleich mal. Mach schon mal. Das ist besser. Hütchen. Das ist besser. Da haben wir nichts.
So. Erscheinungsbild ändern. Wir nehmen. Wir nehmen mal unsere Maske wieder. Und natürlich ein Zauberhut. Ich entscheide mich heute mal für den da. So. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut in die nächste Folge wieder rein von Hogwarts Legacy. Und habt noch einen schönen Tag. Tschüssi, euer Ausl.